Und der Verkehrssprecher der SPÖ setzt fort, Alois Stöcker. Danke, Frau Präsidentin, Herr Staatssekretär, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben einen Bericht aus dem Budgetausschuss und da war etwas ganz besonders bemerkenswert. Es war bemerkenswert, dass die Bundesregierung zugeben hat müssen, dass die Steuer- und Abgabenbelastung, die wir derzeit in Österreich haben, auf dem höchsten Niveau seit eh und je sind. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Sie das immer den Sozialdemokraten vorgeworfen haben. Und siehe da, da hat man eine ÖVP-Regierung mit Bundeskanzlern, mit ÖVP-Ministern und dann tritt dieser Fall ein. Wir haben gelernt und der Auftrag an die Bundesregierung lautet im Paragraph 28 des Bundeshaushaltsgesetzes, dass alle Einnahmen und alle Ausgaben, die erwartbar sind, in ein Bundeshaushaltsgesetz aufzunehmen sind. Alle. Und wenn die Bundesregierung und Herr Abgeordneter Lendinger und Herr Abgeordneter Stark, die Bundesregierung hat am 12.05. in einem Umlaufbeschluss eine sogenannte Pflegereform beschlossen, oder ein Reformchen, wie wir sagen würden. Da spricht man von einer Milliarde, drinnen stehen dann 520 Millionen. Die anderen habe ich nicht gefunden. Und ich habe mir die Mühe gemacht, nachzusehen, wie ist denn das in diesem Bundeshaushaltsvorschlag und in dem Bundesfinanzrahmengesetz abgebildet. Und da hat man die Frage gestellt, ja, wo müsste man denn das abbilden? In der GB, im Globalbudget 21, im Globalbudget 24 oder dort, wo es um Finanzausgleich geht, im Globalbudget 44. Und wenn man danach sieht, merkt man überall, dass die Beträge dort im Jahr 2025 niedriger werden. Niedriger. Das heißt, die Bundesregierung hat in den Feldern, wo man das brauchen würde, Haushaltsobergrenzen eingeführt, die das nicht erreichen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da merkt man, dass man mit einer gespaltenen Zunge spricht, dass man das eine ankündigt und das andere macht. Wir sind noch mitten bei Kurz Ankündigungskönige und Umsetzungszwerge sind da ganz deutlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren der Regierung, wenn Sie das machen wollen, wenn Sie eine Pflege umsetzen müssen, dann müssen Sie in der GB 44 mehr Geld an die Gemeinden geben, weil nur dort kommt das Geld dann auch bei den Menschen an. Herzlichen Dank. Nächster Redner, Herr Alois Stöcker von der SPÖ.